Danke, Herr Präsident. Ja, die Frage Wessler hat jetzt gesagt, sie schützt uns dann vor dem bösen russischen Gas. Bitte hören Sie damit auf, Frage Wessler, weil was Sie jetzt alles aufgeführt haben, Renaturierung, Bauernvernichtung, die teuerste Energie seit Jahrzehnten, hören Sie auf mit irgendwelchen Geschichten. Sie schützen uns vor irgendwas. Sie haben alles bis jetzt nur schlechter gemacht in diesem Land. Und Sie sehen als Ministerin durchwegs eine Katastrophe für das Land. Deswegen muss ich mich nicht fragen, schützt die Gewässler uns vor dem bösen russischen Gas, sondern ich muss mich fragen, wer schützt uns vor den Grünen? Und ich hoffe, am 29. macht es der Wähler, dass wir ein für alle Mal vor Ihnen geschützt sind, Frau Gewässler. Wenn man das ernst meinen würde, dass man eine Gasversorgungssicherheit sicherstellen möchte, dass man Arbeitsplätze schaffen möchte, ja dann, wir haben es vor der Haustür, Frau Minister, oder? Wir haben Gas vor der Haustür, das wissen Sie. Sie wissen es wo. Sie wissen auch wo. Sie wissen wo? In Niederösterreich. Und was passiert? Nichts. Nichts passiert. Das ist Ihnen völlig wurscht. Sie wollen Gas in Österreich in die Höhe treiben, das teurer nicht mehr geht. Und das ist nur Ihrer links-linken faschistischen Ideologie geschuldet. Herr Bundesrat Steiner, für die Wortmeldung faschistisch, habe ich das richtig verstanden, erteile ich einen Ordnungsruf. Was ist das sonst, was die gute Dame da aufführt? Und was hast du jetzt, haben Sie den Zwischenruf gehört? Ich bin ein Faschist. Groß. Sinnst du das so, wenn er nichts herhört, aber zu mir auszuschreien, du bist ein Faschist, das geht sich aus. Ha? So primitiv wie du bist, mit dir muss ich mich gar nicht abgeben, Kollege. Was? Herr Bundesrat, ich bitte Sie, Ihre Wortmeldung fortzusetzen und okay, alles, ich erteile Ihnen das Wort wieder. Das ist aber schon meine Sache, wie ich meine Wortmeldung auslege, Herr Präsident. Und dann stellt sich die Kollegin Hutter da her und redet allen Ernstes, wo ist sie denn jetzt? Allen Ernstes, die ÖVP hat jetzt wieder entdeckt, 2 Monate vor der Nationalratswahl, sie sind jetzt wieder für die Bauern. Weil sie hätten ja fast das EU-Renaturierungsgesetz verhindert. Aber nur fast. Aber sollte der Nehammer dann Kanzler werden, wieder, dann verhindert das dann. Jetzt hat er es nicht geschafft. Aber wenn der Nehammer dann wieder Kanzler ist, dann verhindert er dann das EU-Renaturierungsgesetz. Du, Frau Kollegin, Sie wissen aber schon, von wem dieses EU-Naturierungsgesetz gekommen ist. Das war keine Erfindung von der Frau Gewessler. Sie hat nur die Zustimmung gegeben, das, was Ihr Kanzler nicht verhindert hat. Aber Sie wissen, von wem das Gesetz kam. Von wem? Von Ihrer ÖVP-Familie in Europa. Von Ihrer von der Leyen. Von Ihrem Otmar Karas, eurem EU-Pfarrer. Daher kommt das Bauernvernichtungsgesetz. Also red nicht daher, dass du für die Bauern bist, weil das ist gelogen. Und die Geschichte mit den Bauern ist euch entglitten. Da könnt ihr im Bauernbund jetzt noch so viel Fake News hin und her schicken, weil das Schöne ist ja, wir kriegen diese ganzen Infos immer aus den Leuten, die im Bauernbund sind und haben dann unsere eigenen Gruppen mit den angeblichen Bauernbündler, die ihr noch habt, aber die brauchen wir ja, damit wir das da fragen, was im Bauernbund abläuft. Die geben uns die Infos, Gott sei Dank, mit welchen Mitteln ihr jetzt arbeitet, weil ihr so eine schlechte Bauernvernichtungspolitik gemacht habt und jetzt versucht es halt noch einmal wie ein Ertrinkender um sich zu schlagen. Aber die Bauern haben es verstanden, die 4 Bauernbündler, die da gut bezahlt sitzen, ihr, denen kann es ja wurscht sein, aber der Bauer, was draußen wirklich gut hackelt, der hat ein Problem mit der ÖVP. Aber zum Gesetz noch selber. Jetzt habt ihr euch da hingestellt und habt alle geredet, wie toll und wie gut das Gesetz war und habt so getan, als ob das Gesetz jetzt dann abgestimmt würde.
Dieses Gesetz wird nicht abgestimmt. Und das wird aus einem gewissen Grund nicht abgestimmt. Dann los, dann einmal die Rede von deinem Kollegen Großhahn. Und dieses Gesetz wird nicht abgestimmt, weil das typisch und systematisch für diese Regierung, aber im Besonderen für Sie, Frau Gewessler, ist. Alles, was Sie anfassen, jedes Gesetz verlässlich falsch. Handwerklicher Murks und handwerklicher Pfusch. Jede Entscheidung in den letzten 4,5 Jahren verlässlich falsch. Aber Sie haben ja geglaubt, mit Ihrer Präpotenz, nicht nur Ihrer persönlichen Präpotenz, die Sie an den Tag legen, seit Sie zur Grünen, weiß ich nicht, was aufgestiegen sind seit dem Renaturierungsgesetz, hat ja wirklich geglaubt, ich gehe jetzt vollen Wissens in den Nationalrat, ich bräuchte eigentlich eine Zweidrittelmehrheit, die kriege ich aber nicht, weil die FPÖ abgewunken hat und die SPÖ abgewunken hat. Aber, und ich glaube, daher kommt die Präpotenz nicht von ungefähr, ihr habt euch ja die letzten 4,5 Jahre auf die SPÖ immer verlassen können, weil sie ist ja immer verlässlich umgefallen und war dann der Steigbügelhalter. Jetzt habt ihr oder Sie, Frau Gewessler, in Ihrer Abgehobenheit nicht mitbedacht, dass auch die Sozialisten kurz vor einer Wahl stehen. Und die haben jetzt gemerkt, hoppala, uns laufen die Wähler davon, das mit dem Steigbügelhalter für die Regierung ist vielleicht nicht so gut. Jetzt können wir da einmal nicht mitstimmen, wenn es dann wieder teurer wird für die Endkonsumenten. Und plötzlich haben wir keine Zweidrittelmehrheit mehr gehabt, weil wir uns auf den Unfall der SPÖ nicht mehr verlassen können. Gell, Herr Babler, am Abend wird der Faule fleißig, wie passend. Und dann stehen wir jetzt da und jetzt für die Leute, dass sie es verstehen, was da jetzt passiert. Das gab es für die Zuschauer in der Zweiten Republik noch nie. Es wurde im Nationalrat ein Gesetz verabschiedet, das eigentlich eine Zweidrittelmehrheit bräuchte. Jetzt haben wir es hier auf Tagesordnungspunkt 1 liegen, das Gesetz. Völlig, weil es kann nicht beschlossen werden, weil es die Zweidrittelmehrheit im Nationalrat nicht gab. Und jetzt, was muss die Regierung machen? Jetzt muss die Regierung Einspruch gegen das eigene Gesetz erheben. Da herinnen im Bundesrat. Also diesen Murks und diesen Pfusch muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Noch verrücktere Politik kann es bitte nicht mehr geben. Gott sei Dank ist am 29. September dieser Spuk vorbei. Ein paar Monate noch, bis die neue Regierung dann ist. Und dann ist endlich enderledigt. Und dann gibt es einen freiheitlichen Volkskanzler Herbert Kickl. Mit dem gibt es keinen Pfusch mehr in der Regierung.